Die Cross-Saison ist ja in vollem Gange und viele von euch fragen sich wahrscheinlich, sollte ich mein Crossrad genau gleich einstellen wie mein Straßenrad hier? Grundsätzlich mal ja, aber es gibt schon den ein oder anderen kleinen, aber feinen Unterschied und genau auf die gehe ich in diesem Video ein. Um optimale Kontrolle im Gelände zu haben, könntet ihr darüber nachdenken, euren Sattel um ca. 5 mm weiter nach unten zu stellen. Denn meistens ist es eh so, dass ihr leicht aus dem Sattel geht, um besser steuern zu können. Und da wäre ein gleich hoher Sattel wie beim Straßenrad eventuell etwas hinderlich. Zudem müsst ihr daran denken, dass ihr ja oftmals andere Schuhe und andere Pedalsysteme verwendet. Dadurch verändert sich der Abstand zwischen eurem Fuß und der Pedalachse zum Teil gravierend und diesen Unterschied könnt ihr dann auch über die Sattelhöhe wieder wettmachen, damit euer Bein nach wie vor die optimale Streckung hat. Allgemein gesprochen braucht ihr beim Cross mehr kleinere und weniger große Gänge im Vergleich zum Straßenrad. Canyon arbeitet hier mit nur einem 38er Kettenblatt und die Kassette geht von 11 bis 36 Zähnen. Das eine Kettenblatt spart Gewicht, dadurch, dass der Umwerfer und das zweite Kettenblatt fehlen und außerdem sorgt es dafür, dass eure Kette weniger oft herunterfällt. Meistens bewegt ihr euch eh irgendwo in der Mitte der Kassette und wenn es mal richtig steil werden sollte, habt ihr einen kleinsten Gang, der noch kleiner ist als der kleinste vom Straßenrad. Und längere Abfahrten, auf denen ihr die großen Gänge bräuchtet, die es nur auf dem Straßenrad gibt, sind im Cyclocross sowieso eine ziemliche Seltenheit. Da ihr beim Crossen zumindest in Rennen euer Rad immer mal wieder schultern müsst, haben die meisten keinen Flaschenhalter oder wenn dann nur einen am Sattelrohr. Da die Rennen aber meistens eh nur eine Stunde gehen und bei ziemlich frischen Witterungsbedingungen stattfinden, ist das auch nicht so wichtig. Wenn ihr allerdings zum Spaß oder zum Training mehrere Stunden durch den Wald cruist, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, einen oder sogar zwei Flaschenhalter zu montieren, damit ihr auch genügend Trinken mitnehmen könnt, um nicht zu dehydrieren. Grundsätzlich ist es so, dass euer Lenker im Cross im Vergleich zum Straßenrad ca. 1 bis 2 cm höher sein sollte und 1 bis 2 cm näher am Sattel. Das Ganze deswegen, weil ihr in der Position einfach mehr Kontrolle auf rutschigem Untergrund habt und das ist ja im Cross schon oftmals der Fall. Aber bevor ihr euch jetzt einen neuen Vorbau kauft, der ein bisschen kürzer ist oder die Spacer unter den Vorbau legt, achtet erstmal auf die Maße eures Rahmens. Die sind nämlich meistens schon so geschnitten, dass das Ganze sowieso schon der Fall ist. Der größte Unterschied im Vergleich zum Straßenrad sind allerdings die Reifen. Also das UCI-Limit, was vorgeschrieben ist in Wettkämpfen, sind 33 mm Breite. Aber wenn ihr sowieso an keinen Wettkämpfen teilnehmt, dann könnt ihr auch easy auf 35 mm gehen. Denn dadurch könnt ihr nochmal weniger Luftdruck fahren, was im Endeffekt mehr Grip bedeutet. Und apropos Luftdruck, ich erinnere mich an mein allererstes Crossrennen, bei dem ich dachte, viel hilft viel und 4 bar in Reifen gepumpt habe, weil ich das einfach noch so kannte von der Straße. Mir hat dann zum Glück am Start noch mein Vereinskollege gesagt, ich soll mindestens die Hälfte rauslassen, aber ich habe dann ja widerwillig, bin ich dann runtergegangen auf 2,5 bar, bin dann aber während des Rennens so viel hin und her geschlittert, dass ich im Rennen nochmal angehalten habe, um mehr Luft rauszulassen. Hab dadurch aber keine großen Positionen verloren, weil ich war eh im hinteren Drittel unterwegs. Also weniger ist mehr. Bei steinigem Untergrund solltet ihr allerdings wiederum ein bisschen mehr Luft drin haben, um Durchschläge zu vermeiden oder gleich auf Tubeless-Reifen wechseln, denn da kann euch das nicht passieren. In den Rennen verwenden die Profis Schlauchreifen, bei denen der Schlauch in den Reifen eingenäht wurde und dann der Reifen auf die Felge aufgeklebt wird. Das Ganze macht es möglich, noch weniger Luftdruck zu fahren und dadurch eben noch mal ein kleines bisschen mehr Grip zu haben, ist aber auch mit enormen Kosten und Wartungsaufwand verbunden. Also ein so ein Reifen kostet mal mindestens 50 Euro und ihr müsst ihn erst von der Felge runterreißen und dann eine neue Klebschicht auftragen, den Reifen wieder draufkleben. Wenn man das vergleicht mit einfach einen neuen Schlauch reinmachen oder ein bisschen Dichtmilch reinlassen, da ist es schon zu viel Aufwand in meinen Augen. Jetzt solltet ihr eigentlich wissen, wie ihr euer Crossrad im Vergleich zu eurem Straßenrad einstellen solltet.
Wenn ihr noch weitere Fragen oder Tipps habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Vergesst jetzt zum Abschluss nicht, unser Video zu liken und schaut noch in unserem Channel GCN auf Deutsch vorbei, denn wir haben noch einige andere interessante Radsportvideos für euch gemacht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der anderen Videos. Bis dann. Ciao.